Wochenbeginn, Zeit für eine neue Ausgabe von Krone oder Kasperl. Und der Hauptdarsteller, der glänzt heute mit neuer Brille und mit neuem Influencer-T-Shirt, so würde ich das einmal betrachten. Aber machen Sie sich selbst ein Bild vom Krone Print-Sportchef. Servus, Peter Fronninger. Ja, hallo, was hat das mit Influencer zu tun? Ja, so rennen doch die Influencer um heutzutage, oder? Ich bin 53, ich weiß gar nicht, was ein Influencer eigentlich ist. Im besten Alter, der Malze ist schon aktiv auf Instagram, der legt dir die Latte hoch. Schaue ich mir nicht an. Verweigere ich. Aber was du dir sicher angeschaut hast, wie viele andere Millionen Menschen auf dieser Welt, vor allem in Österreich, das war die Sonntagskrone. Die war sehr fesch und zwar aus einem speziellen Grund, aus sportspezifisch. Ja, war wirklich, muss ich sagen, auch für unsere Sportredaktion ein Meilenstein. In der Mitte der Krone Bund, bekanntlich gibt es zig Millionen Leser am Sonntag, war ein Poster zu finden, auf dem sich Tom... Naja, natürlich. Na, jetzt haben wir erst verarbeiten. Ja, klar. ein Poster zu finden, auf dem sich Dominic Thiem samt Original-Autogramm bei seinen Fans für die Unterstützung bedankt, die er da erfahren hat in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, für den enormen Zuspruch, für die enormen Gratulationen, die in Hülle und Fülle natürlich auf diversen Kanälen zu ihm gelangt sind. Ja. Man kann wieder einmal nur den Hut vor diesem Burschen ziehen, weil üblich ist es nicht, dass ein Millionenstar das Bedürfnis hat, sich so bei seinen Fans zu bedanken. Und, war es wirklich sein Bedürfnis oder hat er ihm der Malzi gequält? Nein, es war ein ausdrückliches Bedürfnis vom Dominik. Und jetzt dieser König des Center Courts ist er schon, jetzt ist er endgültig auch der König der Herzen. Weil jetzt so sammelt man Sympathien, so macht man sie beliebt. So macht man sie noch populärer, als man ohnehin schon ist. Ja, es ist natürlich nichts abgesprochen in dieser Sendung, das wissen Sie natürlich als treuer Seher. Deswegen frage ich einfach einmal so ins Blaue hinein. Du hast das nicht zufällig dabei, dieses Poster, oder? Nein, ich habe noch viel mehr dabei. Wirklich? Und zwar... Ah, haben wir doch gut geraten. Der Dominik... Ich habe es gewusst. ...hat uns noch gegeben, gestern nämlich, na, auf speziellen... Papier, ich meine, das Poster als echtes schön, Poster, also nicht Zeitungspapier, sondern... Ewig schade um dein Gesicht, wenn man das nicht sieht. Tu es ein bisschen runter. Ah, so. Okay, gut. Und dann hat er da, abgesehen von dem Autogramm, was ohnehin drauf ist, hat er da schon noch einmal eigens unterschrieben, handschriftlich. Hat er nicht der Malzi gefälscht? Wieso? Jetzt lass einmal den Malzi in Ruhe. Ich verteidige ihn immer, du gehst ständig auf ihn ja, los. Ja, genau, das ist das Prinzip der Sendung, ja. Ja, und ich würde vorschlagen, dass man dieses, ist wirklich ein Einzelstück, gibt es nur einmal auf der Welt, dass man das im Laufe dieser Sendung an einen unserer Seher, die sind ja auch zig millionenfach, wie wir wissen, verlosen werden. Also bitteschön, strengt euch an, dann gewinnt ihr dieses exklusive Dominic Thiem Poster. Das machen wir. Also bitte unbedingt dabei bleiben und dann spielen wir gleich mit offenen Karten. Dann machen wir nämlich auch gleich die Überleitung zum nächsten Thema, indem wir jetzt zur Verlosung kommen. Was müssen denn die Herrschaften, die Damen oder Herren, die dieses gute Stück gern gewinnen wollen, tun? Wir werden es so machen, um an der Verlosung teilzunehmen. So. Nein, wir werden es so machen, wie wir schon ein paar Mal gemacht haben. Ich werde wieder eine meiner berüchtigten Vorhersagen tätigen. Und der, der als erster erfolgreich widerspricht, ich werde ausnahmsweise eine sehr, sehr gewagte Vorhersage tätigen. Ganz Fronninger untypisch. Damit die Leute auch die Chance haben, wirklich zu gewinnen. Und der oder diejenige, die als erster per Mail, an wohin geht das Mail, Michael? sport@krone.at. sport@krone.at. Ja. Ganz einfach. Gewinnspielteam werden wir es vielleicht taufen, damit genau, man das auch... Gewinnspielteam. Ja. Gut, jetzt müssen wir nur mehr wissen, wozu müssen wir denn oder müssen denn die Herrschaften den Tipp abgeben, die gerne teilnehmen wollen. Damit sind wir ja eh schon mitten beim nächsten Thema, Champions League Qualifikation. Salzburg unternimmt wieder den Anlauf, es in die Königsklasse zu schaffen und zwar unter fragwürdigen Bedingungen. Über die sprechen wir gleich, aber zuerst gibt Peter Fronninger seine Prognose ab und dann dürfen Sie gerne kontern, indem Sie ein Mail an sport@krone.at schicken. Also Fronninger tippt jetzt wie folgt. Zuerst kommt natürlich die obligate Einspielung. Hier ist also eine neue Ausgabe von Fronis Vorhersage. Ja, wie gesagt, eine gewagte Prognose. Aber ich muss ehrlich sagen, Salzburg imponiert mir im Moment fast noch mehr als in den letzten Saisonen, weil die spielen wieder so begeisternd. Die Mannschaft, obwohl es Abgänge wie Haaland und so weiter gegeben hat, also ist vielleicht wirklich noch einen Teil sogar stärker geworden, als sie letztes Jahr war.
Und somit tippe ich für das Hinspiel in Israel, sage ich, einen 4:1-Sieg unserer Bullen vorher. Also alle, die dann näher dran, oder der, der als erster näher dran ist, gewinnt dieses Dominik-Team-Plakat. Also Sie dürfen jetzt alles tippen, außer 4:1. Und sofern Sie der oder diejenige sind, die ergebnistechnisch am nächsten am von Frau Neder prognostizierten 4:1 dran sind, dann schicken wir Ihnen gerne dieses schöne Plakat zu. Ja, alles klar, dann haben wir mal die Formalitäten erledigt und müssen dann trotzdem bei der Vorschau zu diesem morgigen Spiel bleiben. Denn die Voraussetzungen, wie gesagt, Peter, sind sehr speziell. Na, eigentlich ist es völlig vertrottelt, was da abläuft. Wie wir wissen, hat Israel seit Freitag, glaube ich, wieder einen Lockdown, einen völligen. Trotzdem hat die UEFA angeordnet, dass dort gespielt werden muss. Es ist natürlich für die Salzburg-Spieler auch mental eine riesige Belastung, dorthin zu fliegen in ein Land, wo es so viele Infektionen gibt. Die Sicherheitsvorkehrungen werden natürlich entsprechend enorm, entsprechend lästig sein. Und noch dazu stand Sonntagabend beim Gegner, beim Maccabi Haifa, 7 positive Corona-Fälle unter den Spielern. Also das Ganze ist für mich höchst fragwürdig, warum man dort überhaupt spielt. Noch ist es im Plan, vielleicht ändert sich das auch noch. Aber was hast du für eine Theorie? Warum hält die UEFA an diesem Standort fest? Schau, Michael, ich muss da sagen, ich verstehe im Moment überhaupt nicht. Ich verstehe sehr vieles nicht, was da im Moment rund um uns abläuft. Zum Beispiel, erklären wir einmal, die Leute dürfen bei uns in ein Theater gehen, enge Theatersäle, 1 Meter Abstand halten, aber in 30.000 Zuschauer fassende Stadien, die noch dazu nicht wie ein Theater im Normalfall drinnen, sondern draußen sind, da dürfen nur 3.000. Wenn ich mir das jetzt prozentuell ausrechnen würde, dann hätten alle Theatervorstellungen wahrscheinlich nur mehr vor 2-3 Zuschauern stattfinden können. Und genauso skurril, ich sag's ganz klar, idiotisch ist das, was die UEFA macht. Die hat verboten, bei allen Länderspielen zum Beispiel, hat sie Zuschauer verboten. Aber am Donnerstag steigt in Budapest das Finale des Supercups zwischen Bayern und Sevilla. Und dort dürfen 20.000 Leute ins Stadion, auch Stand jetzt. Also erklär mir einmal, was da der Unterschied ist, ob jetzt Österreich in Klagenfurt gegen Rumänien spielt oder die dort in Budapest. Noch dazu ist Ungarn ja ein Gebiet im Moment, wo es sehr, sehr viele Fälle gibt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und ich bin ja Gott sei Dank nicht der Pressesprecher der UEFA und außerdem hat der Peter Frauneder jetzt gerade Rollentausch vollzogen. Also ich bin eigentlich der, der die Fragen stellen soll. Jetzt bombardierst du mich ganze Zeit. Nein, ich wollte antworten. Ich ziehe mich auf den Armin-Wolf-Standpunkt zurück und sage, ich bin nicht der, der die Antworten gibt. Ich bin nur dazu da, um Fragen zu stellen. Aber du hast natürlich recht, in einer Demokratie ist es ja offenbar ein Qualitätsmerkmal, wenn man immer wieder Fragen stellt. Ja, aber du kannst das ja gar nicht beantworten, weil diese Fragen, die ich gestellt habe, auch zumindest nicht logisch zu beantworten sind. Ne? Okay. Außer ich bin zu blöd für das Ganze. Nein, das würden wir uns nie zu behaupten dran. Aber wenn es dir recht ist, machen wir dann doch jetzt wieder die Rückkehr zu meiner ursprünglichen Funktion. Gut. Nämlich Entschuldigung, es tut mir sehr leid, es war ein schwerer Fehler. Man sieht es an deinen Augen, wie ernst gemeint diese Entschuldigung. Also, es schmerzt ihn, man sieht das. Also, wenn man von Bayern München spricht, dann ist der Weg zu einem gewissen David Alaba nicht weit. Der am Wochenende bei Bayerns fast schon obligaten 8:0 siegt. Diesmal gegen Schalke, gefehlt hat, offiziell wegen muskulärer Probleme. Frage Nummer 1, Peter. Glaubst du das? Waren es wirklich nur muskuläre Probleme? Frage Nummer 2, wird er im Supercup spielen? Und Frage Nummer 3, wie lange wird er überhaupt noch bei Bayern sein? So, jetzt kann ich mich eigentlich zurücklehnen, es waren jetzt 3 Fragen. Ja. Jetzt, bitteschön, du bist am Wort. Also die Frage 1 beantworte ich mit einem Wort. Nein, das glaube ich nicht. Ne? Dass es nur an muskulären Problemen lag, es wird schon damit zu tun haben, was sich da im Moment abspielt, weil dieses ganze Wechseltheater, was von Anfang an für mich ein Theater war, jetzt ist es endgültig zur Schlammschlacht geworden. Ne? Der Uli Hoeneß, Ehrenpräsident, hat Öl ins Feuer gegossen, hat seinen Berater, Davids Berater, als geldgierigen Piranha bezeichnet. Warum tut er das? Warum lässt er sich nicht am Tegernsee die Sonne am Bauch stehen? Naja, der Herr Hoeneß ist ja kein dummer Mensch, wie wir wissen. Der bezweckt da schon gewisse Dinge damit, wollte natürlich den Druck zu den Alaba-Verhandlern
abwälzen, den ganzen. Und ja, natürlich, das ganze Bild, jetzt ist da wirklich einmal verbaler Krieg, nehmen wir es einmal so. Der Herr Salihamidzic hat dann auch noch, was für mich eine Frechheit eigentlich ist, in aller Öffentlichkeit gesagt, der Neuer und der Lewandowski, die sind die Obergrenze. Die müssen mehr verdienen als er. So sinngemäß, also sprich, der Alaba ist deutlich weniger wert als die zwei. Also das tut man natürlich auch nicht. Das ist aber typisch Bayern München. Dort wird halt mit, nennen wir es einmal auf diese Art und Weise, immer wieder Politik gemacht. Die versuchen sich da in eine bessere Position zu bringen. Ja. Die Frage ist halt auch, wie lange und vor allem wie weit sich das Team Alaba noch aus dem Fenster lehnen kann. Welche Alternativen hat er? Na schau, es ist natürlich ein gewisses Risiko, ist schon dabei. Du hast das auch aber offenbar hat er Alternativen. Sonst würde ja, also der Alaba wird nicht auf der Straße sitzen bleiben, das notfalls wird muss man schon sagen. Notfalls wird er Krone-Kolumnist, oder? Ja, haben wir so viel Geld? War ich nicht. Müssen wir unseren Geschäftsführer, meinen Freund Gerd Waliskini, fragen, ja, ob er da ein bisschen was locker macht. Kann man nicht beim Malz irgendwie Gehaltskürzung vornehmen? Na, das ist schon passiert. Gut. Nein, aber was ich noch sagen wollte, du hast das 8-0 gegen Schalke angesprochen, ohne Alaba. Natürlich hat es seine Position auch nicht unbedingt verbessert und das denke ich mal, kann ich mir gut vorstellen. Es wird bei Bayern schon den einen oder anderen geben, der jetzt sagt, na, wir gewinnen eh 8-0, wozu brauchen wir den Alaba eigentlich? Ne? Ja. Deine Antwort auf die Frage? Naja, man muss das schon ganz neutral betrachten. Der ist seit vielen, vielen Jahren dort Stammspieler, zuerst als Außenverteidiger, jetzt als Innenverteidiger. Also meines Erachtens springt man so nicht mit verdienstvollen Spielern um, wie die das machen. Ne? Wobei, ein bisschen fragwürdig ist auch gerade in Zeiten von Corona, wo so viele Leute wirtschaftliche Probleme haben, die verhandeln da um Millionenbeträge. Viele andere Menschen haben auch Angst, dass sie überhaupt noch was zum Essen sie leisten können in den nächsten Wochen und so weiter. Ja, also. Gut, nicht zuletzt deswegen könnte man ja glauben, dass Oliver Kahn dann eh in deine Richtung argumentiert hat, indem er gesagt hat, wir leben halt einfach nicht mehr in der Fußballwelt von vor Corona. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Natürlich, es kommen keine Zuschauer in die Stadien, natürlich, oder weniger als früher, weil sie einfach nicht dürfen. Natürlich wird das auch ein Millionenclub wie Bayern München irgendwann zu spüren bekommen, dass ein gewisser Teil der Einnahmen einfach nicht mehr da ist. Ne? Mhm. Apropos Fußball und Zuschauer, ganz interessant, in Österreichs Stadien durften ja 3000 Zuschauer. Bei Admira und bei Wattens waren aber nicht einmal die zu finden. Habe ich da jetzt ein bisschen einen höhnischen Schmunzler aus deinem Gesicht herausgelesen? Naja, ne. Schau, das ist ja gar nicht deine Art normalerweise, zynisch zu sein. Was soll man dazu sagen? Also, dass in der Südstadt bei der Admira nicht die Massen vor den Stadioneingängen sich drängen, das sind wir ja gewohnt, etwa bei Wattens. Aber jetzt, wenn ich mir die Zahlen anschaue, also das ist ja eigentlich schon beschämend. Bei Admira Derby noch dazu gegen St. Pölten waren es, glaube ich, 900. Bei Wattens waren es 950. Ja. Da fällt mir der Witz vom Jazzmusiker ein. Also, darf ich den schnell erzählen? Ja. Den habe ich geflattert irgendwo im OF, habe ich den gesehen. Aber das passt irgendwie dazu. Also, du bist eh sonst so unwitzig, jetzt darfst du einmal einen Witz. Also wenn ich jetzt unwitzig bin, dann bin nicht ich schuld, sondern der OF, okay. Weil der hat den ausgestrahlt. Also, der Jazzmusiker geht zum Doktor. Der Doktor schaut sich seine Befunde durch und sagt, naja, mein lieber Herr, das schaut nicht gut aus. Sie haben vielleicht noch 3 Wochen zum Leben. Der Jazzmusiker wird kreidebleich und sagt, ja, aber wovon? Ja, sehr gut, ja. Nur für Montagvormittag war der schon sehr brav. War in Ordnung. Auch, da sind wir auch wieder beim Thema. Auch die Fußballvereine, gerade solche wie Admira, die werden natürlich, oder Wattens, auch wenn sie Geldgeber im Rücken haben, die werden auch bald einmal fragen, wovon soll man leben. Ja, eine schwierige Zeit, wahrscheinlich auch bedingt die ganz wenigen Zuschauer, weil viele Leute Angst davor haben, ins Stadion zu gehen. Interessant ist aber für mich bei dem Ganzen gewesen, Sturm Graz, normal einer der Zuschauermagneten, offizielle Angabe 2812 Zuschauer, also da fällten waren ja noch 188 mehr eingegangen. Luft nach oben gewesen. Egal, ich glaube, wir müssen schon ein bisschen aufs Tempo drücken. Ich muss noch 2 Sachen loswerden. Zuerst eine Preisfrage und dann muss noch eine Grußbotschaft loswerden, von der warst du, Peter. Das ist ja wurscht. Preisfrage des Tages, lieber Sportchef, bist du bereit? Ja. Wer ist Tadej Pogacar? Das weiß ich, das ist ein slowenischer Radprofi
Und der ist 21 Jahre alt, hat mit diesen 21 Jahren die Tour de France gewonnen und ist somit der jüngste Sieger dieses klassischen Rennens seit 114 Jahren. Lieber jetzt Herr Kronenzeitung, Sportchef. Oder machen wir die letzten Minuten dafür mit Krone, ne? Bitte. So, wir schreiten jetzt zur Zeugnisverteilung und dann erinnerst du mich bitte noch, dass ich meine Grußbotschaft loswerde an einen treuen Seher. Das okay, ist kein gut, Scherz. Aber jetzt bist du am Wort. Bitte schön. Gut, ich vergib zuerst den Kasperl, weil dann kann ich die Krone länger aufholen. Steht da gut. Der Kasperl geht eindeutig diese Woche an die Europäische Fußballunion, an die UEFA, für diese Dummheiten, die da in den letzten Tagen und Wochen geschehen sind, sprich arme Leute, arme keine Leute und so weiter und so fort. Na gut, ist. Und jetzt, es bricht mir zwar das Herz, aber du musst das Ding jetzt abnehmen. Ich nehme das Ding ab und sorge für eine Premiere in dieser legendären Sendung. Erstmals nämlich geht die Krone zweimal in Serie an den gleichen Menschen, nämlich wieder an dich, Dominik. Danke, dass du auch so emotional verbunden bist mit deinen Fans, mit allen Menschen in diesem Land. Das ist nicht selbstverständlich. Gratuliere und nochmals super, wirklich großartig. Bravo, Dominik Thiem. Und normalerweise hat der Hauptdarsteller das letzte Wort. In diesem Fall muss ich die Regel brechen, weil es war wirklich genau die Grußbotschaft, die muss ich jetzt loswerden. Und zwar einen meinen lieben Freund Franz Gabriel. Servus, Franz. Franz Gabriel ist ein treuer Seher unserer Sendung, aha, das weißt du nicht. Und der hat mich nach Ausstrahlung der vorwöchigen Sendung fast ein bisschen erbost angerufen, weil ich das letzte Mal gesagt habe, ja, es war jetzt nicht die ganz große Überraschung, dass Rapid 4:1 gegen die Admira gewonnen hat. Und der Franz hat gesagt, ist das dein Ernst? Weil ein paar Tage zuvor am Tennisplatz von Deutschkreuz heute hätte ich ihn, ich glaub's ja nicht, aber ich hätte ihn fast ein bisschen ausgelacht, als er genau dieses Ergebnis prognostiziert hat. Ich sage, Franz, ich hätte nie auslachen. Aber du hast recht, ich habe auf 2:2 getippt. Du auf 4:1, dafür hast du auf was anderes getippt im Champions League Qualifikationsspiel, das verschweigen wir jetzt. Wir freuen uns, wenn du weiterhin dabei bist, lieber Franz Gabriel. Die Grußbotschaft gehört jetzt dir und das letzte Wort gehört trotzdem noch einmal dem Peter Fronig. Ich sage nur, dass der Franz Gabriel so heißt wie mein Sohn, der heißt mit Vornamen Gabriel. Ja, wirklich, ne? Ja, stimmt. Und Franz mit zweiten Vornamen. Also. Aber der Nachname fängt zumindest mit FRA auch an. Ähnlich, Ähnlichkeit. Liebe Grüße an alle Gabriels da draußen, egal ob Vor- oder Nachnamen. Wir haben euch alle lieb. Schaltet jetzt das nächste Mal wieder ein. Wir haben euch wirklich lieb. Tschüss. Alles Gute, schönen Tag.